Eine andere Art von Sport betreiben Silvesterkläus und die sogenannten Schnappesel von Wald. Ihre Fitnessübung besteht darin, mit einer 40 Kilo schweren Verkleidung kilometerweit durch die Gemeinde zu marschieren. Die Mission lautet schon seit über 100 Jahren Glückwünsche überbringen und das Böse vertreiben. Die Dorothee Anderegg hat die traditionellen Silvesterkläus und die weisen Gestalten mit den Eselköpfen begleitet. Der Schnappesel verscheucht mit seinem Klappern und seinen Bewegungen das Böse vom alten Jahr. Der Klaus läutet das Neue ein und überbringt Glückwünsche. Seit dem frühen Morgen sind Klaus Bart im Wald unterwegs. An manchem Ort werden sogar fast sinnlich erwartet. Man ist im Schneeschaufel von draussen und dann kommt es. Und man weiss, dass wirklich kommt am Morgen. Man kennt es, man schaut, dass man rum ist, dass man parat steht auch. Und es ist immer wieder eine Freude, wenn sie da sind. Sieben Kläuse mit ihren Schnappeseln sind in der Gemeinde unterwegs. Das Glockengestell bringt über 30 Kilo auf die Waage. Da braucht es zwischendurch auch eine Verpflegung. Ja, also wir sind den ganzen Tag alles zusammengerechnet, etwa 12 Stunden unterwegs. Die Glocken, die haben rund 38 bis 40 Kilo. Sind nicht alle ganz genau gleich schwer. Und wir tun alle 3-4 Stunden mal wechseln. Dann macht der eine den Schnappesel und der andere die Glocke, weil eben man kann nicht 12 Stunden lang 40 Kilo tragen. Die Strapazen auf sich nehmen vor allem junge Männer. Und trotz der langen Tradition des urtümlichen Brauchs gibt es kein Nachwuchsproblem, wie der Klaus Obmann mit Stolz feststellt. Da haben wir eigentlich Glück. Ich habe sogar eine Warteliste von jungen Burschen, die bereit sind, das auch zu machen, die ich einfach zurückstellen muss, die ich nicht gehen lassen kann, weil man nur 7 Pärchen, weil das der Brauch ist, dass man nur 7 Pärchen haben in der Gemeinde. Wenn man noch mal ein bisschen rausgeht, schaut fällt auf, dass vor allem eine Familie stark eingebunden ist im Brauch von der Silvesterklaus Zweit. Es ist bei uns eine lange Familientradition. Also der Ur-Ur-Grossvater war da schon dabei und ist von Generation zu Generation weitergegeben worden. Und dann haben wir, ja, ich und mein Bruder natürlich selbstverständlich auch dürfen mitmachen hier. Wir sagen eigentlich immer, eigentlich ist der, der die Glocke trägt, der richtige Esel. Aber der Esel macht halt ein bisschen mehr Spass. Man kann ein bisschen die Leute jagen, man kann ein bisschen Angst machen. Es geht ja auch darum, die bösen Geister vom alten Jahr zu vertreiben. Und nebenbei ist es halt auch schön, wenn die Kinder und auch so ein bisschen die jungen Frauen teilweise ein bisschen Schiss haben vor dem Esel. Das macht halt schon auch Spass. Nach einem weiteren Schluck Rosoli, am typischen Likör aus dem Zürcher Oberland, geht es weiter mit Tanzen und Glückwünschen. Woher der Brauch genau kommt, ist bis heute nicht klar.